Zum Auftakt der Verbandsliga-Rückrunde war am 1. März der FC Pohrmann Stralsund zu Gast beim Grimner Sportverein. Das Spiel in Sportwurm wurde von einem massiven Polizeiangebot begleitet. Die Polizisten begleiteten die Stralsunder Fans ins Stadion und auch nach dem Spiel wieder zum Bahnhof. Da das Spiel als Risikospiel eingestuft war und Ausschreitungen befürchtet worden waren, kreiste sogar ein Polizeihubschrauber ca. 90 Minuten lang über der Triebseer Vorstadt. Das Spiel endete übrigens 2:1 für die Grimmener Fußballer.